Die Vier-Schanzentournee für Einsleben, gestresste Tiere und eine Christbaumreise durch die Stadt. Das waren einige unserer Themen in der letzten Woche. Und damit willkommen also zum Allgäu TV Wochenrückblick mit allem, was wichtig war. Die unter dem Veranstalternamen Querdenken bekannten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen finden auch im Allgäu regelmäßig statt. Dem Polizeipräsidium Schwaben Südwest lagen allein für vergangenes Wochenende insgesamt 8 Versammlungsbescheide vor. Wenn Abstand zu Aufstand führt, kann es gerne mal heiß hergehen auf den Straßen. In Memmingen rief eine solche Demonstration zusätzlich noch eine Gegendemo auf den Plan. Wir haben mit Memmingens Oberbürgermeister Schilder und dem Unterallgäuer Landrat Eder über die Demonstrationen gesprochen und gefragt, unter welchen Voraussetzungen sie stattfinden dürfen. Vergangenen Freitag fand in Memmingen eine Demonstration mit dem Thema Friday for Frischluft statt. 170 Personen nahmen insgesamt daran teil, die damit, wie hier vor kurzem in Kaufbeuren, gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstrierten. Doch auch wenn sie genau dagegen demonstrieren, müssen sich Maßnahmengegner auf Demos an die Maßnahmen halten. Also zunächst einmal ist das Thema Meinungsfreiheit und damit auch das Demonstrationsrecht eines der wichtigsten Grundrechte, die wir in unserer Verfassung ja haben. Wir genehmigen auch nicht, sondern es bedarf einer Anzeige und am Ende des Tages wird von Seiten des Amtes dann unter gewissen Auflagen eine solche Veranstaltung dann eben auch durchgeführt. Auflagen sind Corona-bedingt Maskenpflicht, Abstandsregelung. Zusätzlich verbieten wir, dass Infomaterial in Form von Flyern oder Flugblättern oder ähnliches verteilt wird, eben um die Infektionsgefahr einzudämmen. Die aktuelle Situation erlaubt eine Maßnahmenlockerung nicht. Das belegen auch die Zahlen. Ja, heute am Montag sind wir etwas nach unten gegangen mit unserem Inzidenzwert. Wir liegen heute bei etwas mehr als 120 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Ich glaube aber, das ist nur eine kurze Momentaufnahme. Befürchte, dass es im Laufe dieser Woche auch wieder nach oben geht. Dieser Meinung ist auch die Partei Die Linke und hatte deshalb zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Unter dem Motto «Gemeinsam achtsam, mit Abstand zusammenhalten» waren ca. 65 Personen neben der Aufzugsstrecke unterwegs. Eine Beeinträchtigung des Demonstrationszuges fand durch die Gegendemo nicht statt. Auch Mindelheim ist freitags regelmäßig Schauplatz von Demonstrationen für den Erhalt der Grundrechte. Es gibt in Mindelheim inzwischen schon seit vielen, vielen Wochen jeden Freitag eine Demo mit unterschiedlich starkem Zulauf, die allerdings sich sehr, sehr fair verhalten und die in meinen Augen auch ja, relativ besonnen versuchen zu demonstrieren. Solange sich die Demonstranten an die Regeln halten, ist es laut Landrat Eder ihr Recht, ihre Meinung kundzutun, auch wenn er nicht mit ihnen übereinstimmt. Also es ist jetzt nicht exakt meine Meinung. Ich finde, dass die eine oder andere Frage, die gestellt wird, durchaus auch beleuchtet werden sollte. Also diese Haltung, komplett totzureden, ist in meinen Augen auch die falsche Herangehensweise im Umgang damit. Aber es ist jetzt nicht ausnahmslos meine Meinung, die ich widerspiegle, wobei man auch da differenzieren muss. Ich glaube, dass das von einer Demo zur anderen durchaus auch unterschiedlich gewichtet sein kann. Es ist ja nicht nur, dass wir von Corona-Leugnern sprechen würden, sondern es sind ja auch manchmal einfach Fragen dabei, die gestellt werden, die sagen, warum wird der ein oder andere Aspekt so wenig beleuchtet. So werden die Diskussionen rund um den richtigen Umgang mit Corona noch eine Weile weiterlaufen. Fakt ist jedoch, 2 Wochen nach dem neuen Lockdown haben sich noch keine großartigen Verbesserungen gezeigt, die uns Lockerungen erlauben würden. Die Kempner Allgäuhalle hat eine lange Geschichte. 1928 wurde sie als Tierzuchthalle errichtet und wird bis heute für Viehauktionen genutzt. Weil der Ausrichter, die Allgäuer Herdebuchgesellschaft, aus der Halle auszieht, besteht für die Stadt Kempten jetzt die Möglichkeit, die Allgäuhalle anders zu nutzen. Aber wie? Bereits im Frühjahr hat die Stadt über 160 Vereine, Künstlergruppen, Schulen, Kleinunternehmer und Start-ups aufgefordert, ihre Ideen für eine Nachnutzung der Allgäuhalle zu äußern. Daraus entstanden sind 4 mögliche Konzepte und die sorgen jetzt für Diskussionen. 4 verschiedene Ideen für ein und dieselbe Halle. Eine Event-Location oder eine neue Markt- und Slow-Food-Halle könnte aus der Kemptener Allgäuhalle werden.
Ein drittes Konzept sieht vor, die Allgäuhalle als Freiraum zu betrachten. Ein viertes beinhaltet die Idee, die ehemalige Viehzuchthalle als Kulturquartier umzubauen. Oberbürgermeister Thomas Kiechle freut sich, dass so viele verschiedene Gruppierungen und Vereine Interesse an der Halle zeigen. Wir haben allen Nutzungsinteressenten und Ideengebern versprochen, ihre Ideen weiter zu entwickeln, um am Ende dann auch in einen echten Diskussionsprozess kommen zu können. Das verspreche ich auch als Oberbürgermeister, dass wir uns jetzt nicht zu früh schon in eine Richtung festlegen, sondern in eine echte, breite Diskussion kommen. Zunächst müsse man den baulichen Zustand der Halle untersuchen, um dann weiter über Nutzungsmöglichkeiten diskutieren zu können. Die Zukunft der Allgäuhalle sei offen, so Thomas Kiechle. Offen dafür, um beispielsweise ein Kulturquartier daraus zu schaffen. Der Kemptner Künstler Andreas Schütz engagiert sich für das Kulturquartier. Für ihn sprechen mehrere Gründe für eine kulturelle Nutzung der Allgäuhalle. Zum einen ist einfach in Kempten so, dass ganz viele Akteure keine Bühne finden. Hauptsächlich auch, weil einfach andere Häuser mit teilweise weit über 4 Euro Miete pro Sitzplatz einfach für viele nicht leistbar sind. Schulen, Vereine, auch freie Akteure. Und die brauchen eine Bühne, die brauchen einen Platz. Und auf der Kehrseite aber brauchen auch die Kemptner tatsächlich eine niederschwellige Kultur. Das ist was, wo bisher in den Gesprächen auch in meinem Gefühl sich alle einig sind. Mir reichen ganz viele Kemptner nicht, mir reichen Jugendliche, auch Studenten schwer, erreichen auch sozial und finanziell Schwächere nicht wirklich. Und da denke ich, ist es einfach, bietet sich's an. Sobald man da Räume schaffen, glaube ich, dass man ganz viel für beide Seiten erreichen können. Das Konzept des Kulturquartiers wurde über 2 Jahre hinweg erarbeitet. Darin soll die Allgäuhalle als Veranstaltungsort dienen. Gleichzeitig soll das Gelände aber auch ein Zuhause für Kulturschaffende sein, indem man neben der eigentlichen Bühne auch Proberäume, Studios, Ateliers und Ausstellungsflächen integriert. Außerdem soll die ehemalige Gastronomie der Allgäuhalle wiederbelebt werden. Zu den Plänen der Kunstschaffenden wurde eine Online-Abstimmung eingerichtet. Stadtrat Hans-Peter Hartmann äußerte sich dazu kritisch. Grundsätzlich habe ich mich drum ablehnend dazu gehalten und das bin ich auch heute noch, weil es einen Stadtratsbeschluss gibt. Da kann man dann nicht im Nachgang zu dem Stadtratsbeschluss eine Petition machen und sagen, Mensch, seid dafür. Dort hat man sich dagegen ausgesprochen, dass man es einfach prüft, das Ganze, und nicht einen Schnellschuss macht. Und der Meinung bin ich heute nach wie vor. Und das habe ich damals auch so praktisch geschrieben, dass ich da eine ablehnende Haltung aktuell habe. Bisher hat der Werkausschuss der Stadt Kempten beschlossen, die einzelnen Konzepte zur Nutzung der Allgäuhalle weiterhin zu diskutieren. Kein Konzept wurde konkret abgelehnt. Die Abstimmung kam für Hans-Peter Hartmann zum falschen Zeitpunkt. Generell stehe er einem Kulturquartier Allgäuhalle aber offen gegenüber. Auch er wolle die Stadt beleben, nur wie sei eben die Frage. Man müsse das Gelände der Allgäuhalle ganzheitlich mit Maß und Ziel betrachten, so Hartmann. Dafür müsse auch die Finanzierung des Projekts geklärt werden. Für eine konkrete Entscheidung über die Zukunft der Halle habe man noch Zeit, so die Stadt Kempten. Schließlich ziehe die Herdebuchgesellschaft erst 2022 aus der Allgäuhalle aus und ab dann sei auch eine weitere Nutzung möglich. Die Kulturschaffenden sehen das anders. Viel Zeit hat man nicht unbedingt, weil schon Corona und vor allem auch, das muss man offen und ehrlich sagen, die Bundes- und Landespolitik viel dazu tut, dass die Probleme und die Nöte größer werden. Und man darf einfach die freie Szene nicht verlieren. Ansonsten hat man Jahrzehnte wieder aufzuholen, bevor wir überhaupt wieder darüber reden können, sowas wie hier anzugehen. Weil wir brauchen ja hier nicht hauptsächlich politische Entscheidungen, sondern wir brauchen hier Menschen, die die Innenstadt am Schluss auch wirklich in so einem Kulturzentrum beleben, die dort Musik machen, die dort Kunst machen, die dort Sport machen, die dort einfach sich integrieren und engagieren. Die Kulturbranche wünscht sich ein Signal, ein deutliches Signal von Seiten der Politik, das ihnen zeigt, dass die Kulturlandschaft als wichtig erachtet wird. Die allgemeine Wahrnehmung der Kultur müsse sich dahingehend verändern. Werthach ist ein Dorf mit einer großen Verbindung zur Tradition. Gut, das ist in vielen anderen Gemeinden im Allgäu auch so, aber das Vereinsleben und der Zusammenhalt ist in Werthach besonders wichtig. Das sagen jedenfalls die Werthacher und das haben Anja Neuhauser und Manuel Gössel auch bei ihren Dreharbeiten für eine neue Ausgabe unseres Magazins Land und Leute gesehen.
wer da kenne, natürlich schon seit meinen Kindertagen. Ein wunderbarer Ort, höchstgelegene Marktgemeinde Deutschlands. Und ist einfach so lebendig. Und da Bürgermeisterin zu sein, ist einfach ein Traum. Werdach, da sind viele Vereine. Und immer in den Vereinen habe ich das Gefühl, da ist ein besonderer Zusammenhalt. Ich selbst bin jetzt eigentlich in keinem Verein, aber ich kriege es mit von meinem Mann, der war damals bei der Blattler, mein Bruder ist bei der Blattler. Und das ist für den eigentlich das Höchste, wenn er bei der Blattler sein kann. Ich bin ja nicht von Werdach. Ich bin ja durch den Urlaub hergekommen und habe da meinen Mann kennengelernt. Und ich bin mit Werdach so verwurzelt, das ist einfach meine Heimat. Ich bin jetzt schon über 60 Jahre da. Und Werdach ist mir so ans Herz gewachsen durch den Trachtenverein. Die haben mich richtig integriert. Werdach ist für mich eine Gemeinschaft. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Es hebt alles miteinander zusammen. Also auch jetzt gerade mit der Vorbereitung auf Weiße 100-Jähriges. Man kennt jeden, weil es halt einfach nicht eine Stadt ist, es ist ein Dorf. Und du kannst mit jedem ein Gespräch anfangen. Jeder weiß halt, wer du bist. Man kriegt alles, man hat alles in erreichbarer Nähe. Man kann nach Kempten oder Sonthof oder Immerstadt und hat eigentlich alles, was man so braucht. Und ist halt ganz schnell in der Natur. Das schätze ich halt sehr, dass man in 5 Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß einfach im Wald ist. Und das ist einfach toll. Ich denke, den Wert gibt es gar nicht, den wo man sich vorstellt. Und das macht es aber auch aus, nämlich die Mischung. Der Ui ist einfach eher der Bodenständiger, der ganz verwurzelt mit der Heimat. Der andere, der kommt von außen und bringt sich als in Anführungsstrichen Reingeschmeckter in die Dorfgemeinschaft ein. Und die Mischung, die macht es einfach aus. Also ich denke, den Wert gibt es nicht, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Charaktere und das ist so schön. Acht Wettbewerbe, 4 Schanzen, ein Gewinner. Das ist die 4-Schanzentournee, die jedes Jahr auch im Allgäu Station macht. Seit fast 70 Jahren ist sie das absolute Highlight in der Wintersportsaison. Ein Highlight, auf das die Skispringerinnen nach wie vor verzichten müssen, denn der renommierte Wettbewerb ist den Männern vorbehalten. Warum eigentlich, hat sich Johannes Klemp gefragt und ist der Sache nachgegangen. Die 4-Schanzentournee gilt als das größte Ereignis im Kalender eines jeden männlichen Skispringers. Für Skispringerinnen gibt es dieses große Ereignis nicht. Und das, obwohl die Athletinnen immer wieder den Wunsch nach einer eigenen 4-Schanzentournee äußern. Doch bisher ist es trotz aller Bemühungen noch nicht zu einer Einführung des Wettbewerbs gekommen. Bei der Oberstdorfer Skispringerin Katharina Althaus ist die Enttäuschung darüber groß. Ja, es ist schon ein bisschen enttäuschend, weil ja eigentlich auch nichts dagegen spricht. Wir haben beim Weltcup in Oberstdorf springen wir die gleiche Schanze. Von dem her ist es natürlich für uns schon jedes Mal schade, wenn wir das halt entweder vor Ort oder im Fernsehen sehen und wissen genau, wir könnten das auch und würden auch so gern. Aber ja, das ist natürlich schon enttäuschend, wenn es dann jedes Jahr wieder heißt, nee, für Damen ist geht's halt nicht und es gibt keine 4-Schanzentournee für uns. Die Gründe gegen eine 4-Schanzentournee für Damen, die vom Weltverband der FIS genannt werden, sind unterschiedlich. Anfangs hieß es, dass ein solcher Wettbewerb auf einer Großschanze aufgrund des kleinen Starterfelds nicht attraktiv sei. Und im Moment sei eine 4-Schanzentournee für Damen zeitlich nicht machbar. Doch um diese Probleme zu lösen, wären die Athletinnen laut Katharina Althaus auch bereit, einige Abstriche zu machen. Sie würden beispielsweise ihren Wettkampf am Tag der Qualifikation der Herren durchführen. Auch auf den ein oder anderen Trainingssprung würden sie verzichten, wenn dadurch das zeitliche Problem gelöst werden könnte. Die Skispringerinnen sind also kompromissbereit. Und genau das erhofft sich Katharina Althaus auch von der FIS. Ja, ich wünsche mir einfach, dass
die uns auch ein bisschen entgegenkommen und das für uns natürlich möglich machen, auch eine Vierschanzentournee auf die Beine zu stellen. Die Zuschauer sind auf unserer Seite, die Veranstalter, die Sponsoren, also ja, es spricht eigentlich viel mehr dafür als dagegen für eine Vierschanzentournee für Damen und ich hoffe, dass es jetzt ziemlich bald auch für uns passieren wird. Hoffnung macht ihr Bundestrainer Andreas Bauer. Er kennt die Vierschanzentournee als Sportler und kann den Wunsch der Athletinnen deshalb gut verstehen. Für ihn wäre eine Vierschanzentournee für Damen nach der Einführung des Weltcups 2011 und der ersten Olympiateilnahme 2014 ein weiterer Meilenstein. Und er ist zuversichtlich, dass dieser bald erreicht werden könnte. Ja, also der Deutsche Skiverband unterstützt die Vierschanzentournee der Damen. Und wie gesagt, man muss da natürlich auch immer die Kooperation mit dem österreichischen Skiverband suchen und muss das gemeinsam voranbringen. Aber wie gesagt, die vier Tourneepräsidenten haben sich schon öffentlich positiv dazu geäußert. Und wenn wir jetzt eben auch von unserer Seite Trainer, Sportler entsprechend in der Öffentlichkeit dieses Thema immer wieder hochhalten, dann bin ich da guter Dinge, dass wir das in den nächsten 1 bis 2 Jahren erleben werden. Ein Vorbild für eine mögliche Vierschanzentournee für Damen könnte laut Katharina Althaus die norwegische Raw Air Tour sein. Hier finden die Wettbewerbe der Damen und Herren an den gleichen Orten, aber immer einen Tag versetzt statt. Durch ein ähnliches Konzept könnte der Wunsch der Skispringerinnen endlich in Erfüllung gehen. Halbzeit beim Lockdown Light. Etwas mehr als 2 Wochen gelten die verschärften Regelungen in Bayern und trotzdem haben sich die Zahlen bisher noch nicht viel verändert. In der Stadt Kempten und im Oberallgäu lag der Inzidenzwert am Dienstag bei rund 170. Die Zahlen stagnieren zwar leicht, aber sie sinken nicht. Was bedeutet das zum Beispiel für ein Krankenhaus, in dem jeder Patient getestet wird? Anja Neuhauser hat sich darüber im Klinikum Kempten informiert. Dienstagmorgen an der Notaufnahme am Kempner Klinikum. Aktuell werden hier am Klinikum 22 Covid-19-Patienten stationär versorgt. Getestet werden hier alle Patienten, die ein- und ausgehen. Dabei unterscheidet man zwischen 2 Testvarianten. Die Patienten, die Symptome zeigen oder mit Verdacht auf Covid-19 eingeliefert werden, werden mit dem PCR-Test getestet. Mittlerweile ist das auch die gängigste Variante zu testen, die dann auch in ein Labor geschickt wird. In Ergänzung dazu verwenden wir den antigenbasierten Schnelltest für alle Patienten, die derzeit als Notfall zu uns ins Haus kommen, bei denen wir aber keinen Verdacht auf das Vorliegen einer Coronavirus-Infektion haben, die eben keine typischen Anzeichen für eine Infektion haben und die keinen Kontakt mit positiv getesteten Menschen hatten. Also wenn ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit vom Rad falle, mir den Arm breche, hier eingeliefert werde, ansonsten gesund bin, keine Zeichen eines Infektes habe dann und hier stationär aufgenommen werde, dann werde ich mit einem antigenbasierten Test in der Notaufnahme getestet. Der Schnelltest ist laut Dr. Sauter etwas ungenauer als der PCR-Standardtest. Und dadurch gibt es auch hin und wieder falsche Ergebnisse. Der Hauptgrund für ein falsches Testergebnis ist oft, dass kein virushaltiges Material aufgenommen wird. Daher ist mittlerweile auch bekannt, dass das Stäbchen weit in den Rachen geschoben werden muss, damit der Test überhaupt anschlägt. Die zweite Situation ist, wenn die Infektion schon relativ lange läuft, kann es sein, dass ein sogenannter Etagenwechsel stattfindet. Das heißt, zunächst habe ich die Infektion in den oberen Atemwegen. Etwas später im Verlauf dann eine Infektion der Lunge, eine Lungenentzündung durch das Virus. Dann werde ich möglicherweise durch den Abstrich allein in den oberen Atemwegen das Virus nicht mehr feststellen. Deswegen haben wir hier eine Strategie, wenn es Hinweise auf eine solche Lungenentzündung gibt, untersuchen wir, wenn uns der obere Abstrich nicht genug oder sozusagen ein negatives Ergebnis anzeigt, immer auch Material aus den tiefen Atemwegen, also Sputum, welches der Patient aushustet beispielsweise. Dr. Matthias Sauter erzählt uns, dass trotz den vielen Tests, die täglich gemacht werden, die Wartezeiten hier am Klinikum bisher überschaubar sind. Anders sieht es jedoch bei den anderen Testzentren im Oberallgäu aus, beispielsweise bei der Ari-Kaserne in Kempten. Da gab es vor gut einer Woche noch ordentliche Wartezeiten. Oberbürgermeister Thomas Kiechle kann diese Situation jedoch nachvollziehen.
Also ganz grundsätzlich haben wir ungefähr 2.500 bis 3.000 Testungen in unseren Testzentren im Oberallgäu und hier bei uns in Kempten in der ehemaligen Artilleriekaserne. Dort testen wir. Das ist eine hohe Fallzahl, eine Schlagzahl, die wir auch stemmen. Aber es kann vereinzelt auch zu Problemen kommen. Das ist auch schon geschehen, wenn einmal ein technisches Problem auftritt. Das versuchen wir natürlich sofort auch zu bewältigen und in den Griff zu bekommen. Noch geht es, aber ich glaube grundsätzlich, wenn die Fallzahlen noch steigen würden, dann kommen auch wir hier an Grenzen des zu Bewältigenden. Bisher gab es in Kempten und im Oberallgäu nur kleine Veränderungen der Fallzahlen. Daher betont Oberbürgermeister Kichle, dass es ganz wichtig ist, auch weiterhin konsequent zu bleiben. Die Corona-Pandemie hat vielen Geschäften, großen und kleinen, Ketten und Einzelhändlern stark zugesetzt und sie tut es noch. Im ersten Lockdown mussten die meisten schließen, im zweiten jetzt dürfen sie zwar offen haben, aber die Menschen sind vorsichtig und kaufen weniger ein. Es gibt aber auch Läden, die von der Pandemie fast eher profitieren. Wir erinnern uns noch alle gut an die Bilder vom ersten Lockdown. Die meisten Läden waren zu, bis auf Drogerie und Supermärkte. Und da waren die Regale wie leergefegt. Da war ich als Kundin schon ziemlich häufig genervt. Aber wie war das Ganze aus Händlersicht? Das erzählt mir jetzt Ulrich Brenner. Er ist Gebietsverantwortlicher der DM-Märkte hier im Allgäu. Ja, Herr Brenner, wie haben Sie den ersten Lockdown erlebt? Ja, es tut mir leid, dass Sie dadurch genervt waren. Aber Sie müssen sich vorstellen, es war einfach ein nicht vorhersehbarer Nachfrageanstieg, den wir in der Form nicht kannten bisher. Ja? Es war nie ein Problem des Nachschubs eigentlich jetzt dann da auch, ja? Aber es waren einfach Mengen im Abverkauf, die wir nicht prognostizieren konnten, auf die wir nicht vorbereitet waren. Und wir haben unser Bestes getan natürlich jetzt dann da auch, aber es war einfach unvorhersehbar und schwer greifbar. Inzwischen, jetzt bei diesem zweiten Lockdown Light, das sind wir vorbereitet. Also wenn Sie jetzt in die Märkte kommen und sehen, es sind wieder stärkere Nachfragen jetzt nach Desinfektionsmitteln, Hygieneartikeln, Papier. Und wir waren diesmal aber vorbereitet. Also wir hatten wirklich in unseren Filiallagern große Mengen an Toilettenpapier und Ähnlichem vorrätig, sodass wir diesen schnellen Anstieg wirklich kompensieren konnten dann auch. Ja, das waren ja so, haben Sie ja gerade schon gesagt, die Waren, die am ehesten gefragt waren, Klopapier und auch Desinfektionsmittel. Ja. Gab es noch andere Produkte, die so am schnellsten immer weg waren? Auch da in dem Bereich, also die Menschen haben sich eingedeckt mit haltbaren Lebensmitteln, Nudeln, Soßen, Ähnliches jetzt dann da auch, ja. Handseifen natürlich jetzt dann da auch, ja. Jetzt könnte man ja meinen, wenn so viel gekauft wurde, war das einfach nur gut für DM quasi als Händler. Ist das so? Es ist schon so, dass viele Kunden uns neu kennengelernt haben in der Zeit. Davon profitieren wir auf jeden Fall. Aber es hat sich wirklich auch verändert im Laufe der Zeit, wirklich dieses Verhalten der Kunden, worauf wir uns immer einstellen mussten. Sie müssen sich vorstellen, es gibt diese Innenstadtlagen oder Centerlagen, Beispiel hier das Forum in Kempten, da war außenrum nichts mehr auf. Da hat niemand damit gerechnet, dass wir überhaupt noch dort geöffnet haben. Umgekehrt, Filialen mit Parkplatz vor der Tür, diese klassischen Fachmarktfilialen, da war ein Run, da hat sich das wirklich alles komprimiert. Alles, was auf der einen Seite gefehlt hat, ging in die anderen Filialen jetzt einfach. Es war schon schwierig, sich darauf einzustellen. Dann auch, ja. Was jetzt so die Zahlen angeht, ist es da in der Pandemie jetzt besser für Sie gelaufen, schlechter oder ist es vergleichbar mit den Jahren zuvor? Es ist schon, also wir spüren schon eine gewisse Rückgang der Kundenfrequenz auch. Ja? Also die Kunden stellen sich wirklich darauf ein, dass sie ihre Einkäufe in einem Aufwisch machen jetzt dann da auch. Ja? Das heißt, wir haben teilweise ein bisschen weniger Kunden in den einen Filialen, in den anderen Filialen mehr, die aber dann bei ihren Einkäufen wesentlich mehr kaufen. Also das ist wirklich so eine Entwicklung, die sich aktuell abzeichnet. Und wir hier im Allgäu, wir haben ja überwiegend diese Fachmärkte mit dem Parkplatz vor der Tür, wo wir dann wirklich die dazu beigetragen haben, dass wir in Summe ein Wachstum hatten.
würde ich gerne noch einmal schnell zurück zum Thema Hamsterkäufe kommen. Das haben die Leute gemacht, weil sie Angst hatten, dass auf einmal keine Lebensmittel mehr da sind oder auch kein Klopapier mehr da ist. Ist denn diese Sorge begründet? Ich habe es vorhin beschrieben, wie wir jetzt schon vorbereitet waren auf diese zweite Welle jetzt dann da auch. Ja. Wir haben uns sowohl in logistischer Art als auch von der Warennachschübe dementsprechend aufgestellt. Es war nie ein tatsächlicher Engpass an der Ware, sondern es war immer eine Nichtplanbarkeit einer enormen Nachfrage. Das war das Problem. Und da muss man sich vorstellen, jeder Kunde, also es ist nicht der klassische Hamster allein, wenn ich einmal erlebt habe, dass ich da vor einer leeren Palette gestanden bin, vor einem leeren Regal irgendwo und den Artikel, den ich sonst eigentlich immer bekomme, nicht bekomme, dann überlege ich schon, wenn da noch einer da ist, nehme ich auch noch einen mit. Ja? Und das kriegt eine Dynamik. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber es war nie ein Problem des Nachschubs. Mhm. Herr Brenner, vielen Dank für Ihren Besuch und das interessante Gespräch. Danke für die Einladung, gerne. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Verdammt, Steffi hat recht. Mir fallen die Haare aus. Ich bekomme eine Glatze. Bergmann Cord. Eines der innovativsten Haartransplantationszentren in Europa. Zertifiziert nach den höchsten europäischen Standards. Beratung, Vertragspartner und ärztliche Nachsorge bei Bergmann Laupheim. Kommen Sie zur Beratung nach Laupheim. Bei uns gibt's Action. Ohne Werbepause. Deine Zeit ist jetzt. Engagiere dich. Mehr auf jetzt.thw.de. THW. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Die Brille loszuwerden kann heute so einfach sein. Ihre Spezialisten vom Laserzentrum Allgäu in Kempten sind gerne persönlich für Sie da. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihren Eignungscheck. Zunächst einmal gratuliere ich ganz herzlich zum 20. Geburtstag Allgäu TV, die Stimme des Allgäus, die Stimme für die Bürgerinnen und Bürger, Informationen vor Ort, gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch die Nähe haben, dass sie Heimat erfahren können, dass sie auch ein Stück Anker durch das regionale und lokale Fernsehen bekommen. Und Allgäu TV schafft das, auf der einen Seite Tradition zu pflegen, aber auch zukunftsorientiert zu sein, modern zu sein, moderne, innovative Formate, gleichzeitig den Dialekt pflegen. Also diese Spannungsbogen auch aufrechtzuerhalten, ist prima und zeichnet Allgäu TV aus. Und ich wünsche mir noch viele, viele erfolgreiche Jahre. 20 Jahre Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Kaufbeuren hat seit Mittwoch einen neuen Corona-Hotspot. Nachdem die Zahlen zwar nicht gesunken, aber immerhin gleich geblieben sind, hat ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim die Infektionszahlen sprunghaft ansteigen lassen.
113 Senioren leben dort und werden von 150 Beschäftigten betreut. Am Mittwoch waren knapp ein Viertel der Menschen dort positiv auf Covid-19 getestet. Eine Bewohnerin war an den Folgen von Corona gestorben. Was das für die Einrichtung und das Leben in der Stadt bedeutet, war Thema in unserem Corona-Update aus Kaufbeuren. Die Corona-Zahlen in Kaufbeuren sind in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Hauptgrund dafür ist ein Ausbruch in einer Senioreneinrichtung. Nach Angaben des Stifts wurden, Stand heute am frühen Vormittag, insgesamt 63 Personen Corona-positiv getestet. Gut die Hälfte davon sind Bewohner. Eine betagte Person ist infolge der Infektion inzwischen auch verstorben. Die Stadt zeigt sich nicht nur deshalb besorgt. In der vergangenen Woche sah es nach einer Entspannung aus und jetzt haben wir diese Entwicklung eben in dieser Einrichtung. Und zusätzlich ist ja auch bekannt, dass in der ersten Mannschaft des Eissportvereins hier es zu Ausbrüchen kam, wo auch derzeit die enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt läuft, um hier die Kontaktketten auch zu unterbrechen. Bereits vor 10 Tagen wurde Medienberichten zufolge erstmals im Espachstift positiv auf Covid-19 getestet. Derzeit arbeitet die Einrichtungsleitung nach eigenen Angaben zusammen mit dem Gesundheitsamt daran, das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Der Stadt derweil bereitet es Sorgen, dass die Infektionszahlen auch anderenorts wieder nach oben gehen. Noch also führt der sogenannte Lockdown Light nicht zu niedrigeren Infektionszahlen in Kaufbeuren. Insgesamt ist wie im gesamten Land gehen die Zahlen nach oben in der 7-Tages-Inzidenz. Das heißt, es gibt auch an anderen Stellen im Stadtgebiet eben Ausbruchsgeschehen. Dieser 7-Tages-Inzidenzwert berechnet sich ja immer auf 100.000 Einwohner. Kaufbeuren ist eine Stadt mit 45.000 Einwohnern. Das heißt, Faktor mehr als 2 müssen Sie dieses Ausbruchsgeschehen nehmen und kommen dann zu recht hohen Entwicklungszahlen. Das heißt, wir sind derzeit bei ca. 298 in der 7-Tages-Inzidenz. Und nachdem das Geschehen leider dynamisch ist, auch an anderen Stellen im Stadtgebiet, kann man davon ausgehen, dass wir demnächst über einen Wert von 300 hinausgehen werden. Zumindest derzeit betrachtet die Stadt das Geschehen in der Senioreneinrichtung noch als Hotspot. Bleibt es dabei, muss nicht mit weitergehenden Maßnahmen der Behörden gerechnet werden. Konkrete Pläne zumindest gäbe es aktuell nicht, so Peter Igel. Es ist eine Einrichtung, die ja eingrenzbar ist von der Personenanzahl her und den Beschäftigten gut nachvollziehbar. Da laufen alle Maßnahmen, um den Schutz der Beschäftigten, der Bewohner sicherzustellen und auch der Umgebung, der Angehörigen über Gesundheitsamt, die Einrichtung selber, die Stadt unterstützt an der Stelle, wo wir können. Wir planen aber derzeit für die allgemeine Bevölkerung über die landesgesetzlichen Regelungen hinaus keine Maßnahmen. Dennoch bittet die Stadt, die geltenden Hygienevorschriften ernst zu nehmen. Abstand halten, Hände waschen und Alltagsmaske tragen. Einen Weihnachtsmarkt gibt es in Memmingen dieses Jahr nicht. Weihnachtsdeko muss aber trotzdem sein, oder? Am letzten Montag wurde in Memmingen damit begonnen, erste Dekorationen aufzuhängen. Die größte Dekoration und auch Attraktion ist am Mittwoch dazugekommen. Der Christbaum. Wir haben ihn auf seinem Weg begleitet. 7 Uhr morgens in Memmingen. Am Himmel dämmert gerade erst der neue Tag. Im Norden der Stadt ist aber schon einiges los. Hier wird schweres Geschütz aufgefahren. Und zwar wegen ihm hier. Wir stellen vor, das ist der diesjährige Christbaum, der den Marktplatz vor dem Rathaus schmücken soll. Die 40 Jahre alte Fichte hat jetzt aber erstmal noch so einiges vor sich. Als erstes werden die unteren Äste abgesägt. Gleichzeitig wird der Autokran vorbereitet, der den 2,8 Tonnen schweren Nadelbaum später in die Luft heben soll. So, die Äste sind ab, der Baumstamm entsprechend vorbereitet. Langsam wird's ernst. 2 Arbeiter befestigen die Kette sicher am Baum. So kann er nicht mehr zur Seite fallen, wenn er denn erstmal gefällt ist. Und dann geht's der Fichte so richtig an den Kragen, oder besser gesagt den Stamm. Ziel ist, den Stamm so weit durchzusägen, dass der Autokran den Baum ablösen kann. Versuch Nummer 1. Die Fichte hängt noch zu fest. Versuch Nummer 2. Immer noch zu fest. Und Versuch Nummer 3. Der Baum wurde vor 40 Jahren von dem Mieter des Hauses
gepflanzt und wurde jetzt gespendet, weil er zu groß wird und die Nachbarn Angst haben, dass er ihnen dann mal in ihren Schuppen fällt und so. Für eine Fichte in so einem engen Hinterhof ist auch das Alter langsam gekommen, wo die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist und müsste dadurch sowieso mal entfernt werden. Beim Verladen müssen wir darauf achten, dass der Baum stabil liegt auf dem Tieflader, dass wir beim Fahren durch die Stadt nichts verlieren. Wir müssen auch gewisse Durchfahrtshöhen halten unter den Verkehrsbeschilderungen, den Ampeln und auch einem Tunnel, den wir haben. Haben wir nur maximale Durchfahrtshöhen, die müssen wir ordentlich einhalten, sonst gibt es große Probleme. Hier muss jetzt sehr ordentlich alles verzurrt werden, damit unterwegs nichts passiert. Und dann geht's auch schon los. Weit ist der Weg nicht, aber an ein paar Stellen ist es doch etwas schwierig, den Baum hindurch zu manövrieren. Mal parkt ein Auto falsch, mal verhakt sich der Baum an einem großen Blumenkasten in der Kalchstraße. Alles in allem verläuft der Transport aber ziemlich problemlos. In diesem Jahr sogar besser als in so manchem Jahr zuvor. Also heuer lief es besser, weil der Baum nicht ganz so lang war wie andere Jahre schon. Also wenn es Richtung 20 Meter geht, kommen wir nicht mehr um die Kurven drum in der Stadt und drum haben wir wieder ein bisschen reduziert auf 16 bis 18 Meter. Das ist die maximale Größe, wo wir auch schwertransportmäßig noch im Rahmen des Legalen fahren dürfen. Ne? Weil wir haben ja irgendwo Brücken und Ampeln und in den Kurven kommen Häuser. Und wenn es hinten so weit ausschwenkt, dann stoßt man an der Fassade an. Da hatten wir schon manchmal Probleme drum. Sind wir am Maximum, mehr geht leider nicht mehr. Auf dem Marktplatz gibt es ein speziell für den Christbaum angefertigtes Fundament. Darin wird die Fichte versenkt und anschließend richtig befestigt, damit sie auch bei Sturm standsicher bleibt. In den nächsten Tagen muss sie dann noch geschmückt werden. So soll trotz des in diesem Jahr fehlenden Christkindlesmarktes die richtige Stimmung gezaubert werden. Ja, wir wollen doch ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre eben verbreiten. Und dieser Baum hat lange Jahre Tradition. Er steht immer auf dem Marktplatz und er ist immer geschmückt. Und es ist auch immer ein Baum, der von Bürgerinnen oder Bürgern gespendet wird. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir wollen das auch dieses Jahr so machen. Selbst wenn es drumherum keinen Weihnachtsmarkt gibt, keinen Christkindlesmarkt gibt, aber diese weihnachtliche Atmosphäre, die wollen wir zumindest ein bisschen vermitteln. Bis nach Dreikönig soll der Christbaum auf dem Memminger Marktplatz stehen bleiben. Dann tritt er seine nächste Reise an. 177. So sah die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Lindau am Donnerstag aus. Tage vorher lag sie noch bei rund 220. Damit war Lindau im tief dunkelroten Corona-Ampelbereich. Dunkelrot ist der Landkreis aber immer noch. Sicher, der Wert ist eine Momentaufnahme, aber ob der Rückgang vielleicht schon einen Hoffnungsschimmer bedeutet, hat Luise Hammelbeck gefragt im Corona-Ticker für den Landkreis Lindau. In den letzten 7 Tagen haben sich die Zahlen in Lindau nicht so stark verändert. 190 zeigte der Inzidenzwert bei unserem letzten Corona-Ticker im Landkreis Lindau an. Stand heute liegt er bei 176,9. Ja, sie stagnieren natürlich auf einem hohen Niveau. Wir sind immer noch knapp unter der Inzidenz von 200 Fällen auf 100.000 Einwohner gerechnet. Also man kann sagen, vielleicht eine zarte Entspannung, wobei man immer sagen muss, das sind Momentaufnahmen. Wir sind ein relativ kleiner Landkreis mit 82.000 Einwohnern und da kann sich das sehr schnell nach oben oder nach unten ändern. Ich denke, von Entwarnung kann man natürlich auf gar keinen Fall sprechen, insbesondere dann, wenn man die deutschlandweite und auch die bayernweite Entwicklung sich ansieht. Insofern nach wie vor würde ich sagen, ein sehr hohes Niveau und wir müssen nach wie vor alles unternehmen, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. Im Vergleich zu den anderen Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten hat Lindau den höchsten Inzidenzwert, abgesehen von Kaufbeuren. Könnte das vielleicht auch an der unmittelbaren Nähe zu Österreich liegen? Den Zusammenhang kann man so unmittelbar nicht herstellen. Man kann ihn jedenfalls nicht aus den Zahlen ablesen. Aber klar ist natürlich, dass Österreich eine 3- bis 4-mal so hohe Inzidenz hat wie Bayern oder auch unser Landkreis. Und deswegen sehen wir natürlich mit Sorge die Entwicklung in Österreich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass in Österreich sich nach und nach die Krankenhausbetten mit Covid-Patienten füllen, auch die Intensivstationen gefüllt sind. Ein ähnliches Bild bekommen wir aus der Schweiz übermittelt. Und insofern sehen wir die Entwicklung dort mit Sorge. Es hat aber nach unserem Eindruck bislang noch keine Auswirkungen auf den Landkreis Lindau.
Österreich ist seit Dienstag in einem kompletten Lockdown. Bis auf Supermärkte, Apotheken und Co. hat alles geschlossen. Die Grenzen sind aber weiter offen. Dürfen also die Österreicher einfach in Lindau einkaufen gehen? Wir müssen unterscheiden zwischen dem deutschen Recht und dem österreichischen Recht. Nach dem deutschen Recht ist es ja nicht verboten, hier einkaufen zu gehen. Nach österreichischem Recht darf man die Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen. Das bedeutet, die Arbeitsstätte aufzusuchen oder eben in Österreich Lebensmittel einzukaufen, in eine Apotheke beispielsweise zu gehen. Alle anderen Läden sind in Österreich geschlossen. Das bedeutet für Österreicher, die jetzt nach Bayern kommen und hier beispielsweise Schuhe einkaufen gehen oder den Gartenbaumarkt, dass sie nach österreichischem Recht Ordnungswidrigkeiten begehen. Das heißt, wenn sie bei der Wiedereinreise nach Österreich in eine Kontrolle kommen, machen sie sich dort möglicherweise strafbar. Dass auch Deutschland wieder in einen kompletten Lockdown gehen könnte, davon geht Stegmann derzeit nicht aus. Allerdings muss die Lage natürlich ständig neu bewertet werden. Das sonnige Wetter in den letzten Wochen hat vielen Lust gemacht auf Bergtouren und Ausflüge in die heimischen Wälder. Neben dem Wetter haben natürlich auch die Corona-Beschränkungen damit zu tun, dass gerade am letzten Wochenende in den Wäldern viel los war. Zu viel beklagen unter anderem die Jäger und berichten von echten Problemen für das Wild. Wolfgang Haug und Andreas Obern prüfen den Wildverbiss. Noch fällt die Bilanz gut aus, doch das kann sich schnell ändern. Je mehr Wild, desto mehr Wildverbiss. Und aktuell entwickelt sich die Situation in den Revieren der beiden Jäger genau in diese Richtung. In den letzten Wochen hat Wolfgang Haug weniger geschossen als die letzten Jahre. Und das, obwohl gerade Jagdhochsaison ist. Wenn das so weitergeht, kann Wolfgang Haug seinen Abschuss nicht erfüllen und der Wildverbiss steigt. Für den Wald wäre das ein enormer Rückschlag. Die beiden Jäger Wolfgang und Andreas sehen gerade nur wenig Wild, wenn sie auf der Jagd sind. Und wenn sie mal eins sehen, dann nur hochflüchtig. Das Wild ist unruhig. Spaziergänger und Wanderer, die abseits der Wege gehen, scheuchen die Tiere auf. Durch diese Corona-Geschichte sind die Leute ja draußen unterwegs. Und das wäre an sich für sich nicht so schlimm. Und es geht uns auch gar nicht darum, die Leute da aus dem Revier rauszuhalten. Das wäre völliger Blödsinn. Sondern es geht hauptsächlich darum, dass die Leute, und das hat sich wirklich in die letzten, nicht nur die letzten Tage, eben das ganze Jahr, seit wir diese Probleme mit Corona haben, deutlich verschlimmert, nicht kreuz und quer und überall rumlaufen, durch die Dickungen, durch Möser, durch Moore. Also da kommen Leute aus Ecken raus mittlerweile, wo früher nie jemand gesehen hat. Durch die Corona-Krise ist der Freizeitdruck enorm gestiegen. Jagdtechnisch bringt das große Probleme. Die Waltenhofener Jäger haben sich damit an ihren Vorstand Helmut Buchmüller gewandt. Und wenn natürlich die Rehe die ganze Zeit gestört werden, haben wir da ein Riesenproblem. Die Jäger kommen dann zu mir und sagen, sie können nicht bejagen, weil die Rehe sind immer in Unruhe. Sind einmal leid draus, es ist sehr unsicher zu schießen. Was tun wir dann? Eine Antwort gibt es nicht. Es bleibt der Appell an die Bürger, respektvoll mit der Natur umzugehen. Gerade jetzt im Herbst braucht das Wild viel Ruhe, weil es sich Winterspeck anfressen muss. Daher ist es wichtig, als Spaziergänger oder Wanderer auf den ausgeschilderten Wegen zu bleiben und nicht unnötig durchs Dickicht zu laufen. Hunde sollten unbedingt angeleint werden. Freilaufend verschrecken sie das Wild umso mehr. Ja, die Leute sollen einfach auch dran denken, wie sie es finden würden, wenn irgendwelche fremden Leute durchs Wohnzimmer laufen oder durch die Wohnung laufen, ungefragt, und dann möglichst auch noch einen Hund mitbringen, der eine Gefahr wäre für sie, also ein richtig schöner, scharfer Hund. Ob sie das toll finden würden oder wenn sie aus ihrem Wohnzimmer rausgeschmissen würden. Naja, ist jetzt alles sehr vermenschlicht, ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint, aber so nett war es. Helmut Buchmüller befürchtet, dass der Freizeitdruck im Winter noch größer werden könnte. Für Langläufer und Schneeschuhgeher gilt das Gleiche wie jetzt für die Spaziergänger. Auf den Wegen und Loipen bleiben, damit das Wild auch in den kalten Monaten genug Ruhe hat. Ja gut, im Winter haben sie natürlich, sollten sie noch mehr Ruhe haben, weil wenn sie mehr Unruhe haben, brauchen sie natürlich mehr Ätzung, also sprich Nahrung. Und wenn sie Nahrung brauchen, gehen sie natürlich an unsere Jungpflanzen im Wald. Und da reicht dann auch oft Eure, wo dann schon wirklich großen Schaden machen kann. Die frisst natürlich an den Jungpflanzen, wo vielleicht so viel, so einen halben Meter groß sind, wo gerade aus dem Schnee rausschauen, schön die Köpfchen ab. Und das ist natürlich ein Riesenrückschlag für die Waldwirtschaft.
Und das 2-3 Jahre in Folge ist natürlich der Totalausfall oft für einen Jungwald. Gell? Deshalb ist es so wichtig, das Wild gezielt zu bejagen. Und das funktioniert nur, wenn das Wild auch Ruhe hat und vom Mensch nicht unnötig aufgescheucht wird. Der aktuelle Lockdown soll ein Lockdown-Light sein. Schulen haben weiterhin geöffnet, der Handel kann seinen Geschäften nachgehen. Doch für viele andere ist der Lockdown gar nicht so light. In der Gastronomie zum Beispiel herrschen große Sorgen, auch in der Veranstaltungsbranche. Und auch die Hotelbetreiber finden den Lockdown eher heavy. Eine Hotelbetreiberin aus dem Ostallgäu erzählt uns von ihren derzeitigen Sorgen. Also meine Eltern haben sich vor 30 Jahren selbstständig gemacht, vor über 30 Jahren und haben wirklich mit einer ganz kleinen Tennishalle angefangen und betreiben jetzt eben 3 Hotels und 2 sind im schönen Allgäu und für die darf ich auch stehen. Also mein Vater und ich sind beide Geschäftsführer und die 2 Hotels im Allgäu sind eben große Wellness-Hotels. Wir haben hier in der GmbH über 300 Mitarbeiter. Wir haben über 50 Auszubildende bei uns und haben jeweils über 100 Zimmer. Und wir haben in den Hotels Restaurants dabei, Wellnessbereich dabei, Sportbereiche dabei und integrieren eben immer Wellness, Natur. Eines der beiden Hotels im Allgäu ist das Weitblick in Marktoberdorf. Um das und ein weiteres kümmert sich Julia Zwicker. Für sie also aktuell eine schlimme Situation mit dem 2. Lockdown. Die Ostallgäuer Hotelbetreiberin gibt sich aber nicht geschlagen und kämpft für ihre Unternehmen. Denn schließlich ist die 33-Jährige in das Unternehmen hineingeboren und in den Hotels aufgewachsen. Aus diesem Grund tut sie alles, um sie zu retten, auch wenn das bedeutet, sich hoch zu verschulden. Ja, ich sag, für uns ist das Leidenschaft, das ist unser Zuhause und das ist unsere Arbeit und meine Eltern haben, wie gesagt, die haben das Ganze aufgebaut und das ist auch die Existenz von uns. Also es war im Frühjahr schon mal, einfach alles weg und wir mussten Kredite in hoher Summe aufnehmen, damit wir das einfach weiterlaufen lassen können und es stehen natürlich auch sehr viele Mitarbeiter dahinter. Laufende Kredite und Unterhaltungskosten wie Heizung oder Lüftungsanlage. Trotz Lockdown steht also nicht alles still. Hier aber zum Nachteil für die Hotelbesitzer. Es war damals im Frühjahr, so eine Situation gab es ja noch gar nie und plötzlich war zu. Und dann muss man erst überlegen, was heißt das eigentlich? Also man ist natürlich am Anfang überfordert, man muss erst mal schauen, welche Kosten kommen dann einfach laufen noch weiter und dann war es ja immer nicht sicher, wann machen wir wieder auf. Und wir haben einfach festgestellt, dass doch die Kosten sehr hoch sind, wenn so Hotels zu sind. Und wo weiterlaufen und wir mussten über 2 Millionen Kredit auch aufnehmen. 2,2 Millionen, um genau zu sein. So hoch war der Kredit, den die Familie aufnehmen musste. Die staatliche Hilfe, die Julia Zwicker bekommen hat, beliefen sich auf 50.000 Euro Soforthilfe. Wie es in den Branchen Handel, Handwerk und der Industrie aussieht, sehen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Landkreismagazins aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Wohnträume werden wahr mit Fliesen, Naturstein oder Holz aus dem Fliesenparadies Lindau. Kunden nutzen Markenprodukte und besten Service. Fliesenparadies Lindau, Ihr Partner am Bodensee. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Krieg ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Und jetzt 2x neu an der B12 in Isny-Schweinebach und Kraftesried. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Beim Beulendoktor in Innenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung.
Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor? Betten Segger, Ihr Fachgeschäft für alles rund ums Bett. Daunenbetten fertigen wir für Sie in unserer eigenen Werkstatt. Persönliche Beratung für Schlafsysteme und Matratzen. So finden wir auch Ihr Bett. Betten Segger, Ihr Spezialist für rückenfreundliches Sitzen und Schlafen. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler-Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Was wäre, wenn mein Bad richtig gut aussehen könnte? Wenn es keine Hürden gäbe beim Einstieg und auch nicht bei der Umsetzung. Wenn das Bad nicht nur auf meine Bedürfnisse hört, sondern auch auf seine und auf Ihre. Meine Wanne wäre rot, der Boden blau und alles aus pflegeleichten Materialien. Es wäre mein Wohlfühlbad von Viterma. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. In unserem Nachbarland Österreich gibt es seit gut zwei Wochen einen harten Lockdown. Alle Bars und Restaurants sind geschlossen, keine Geschäfte haben geöffnet und es gilt sogar eine Ausgangssperre. Das betrifft natürlich auch die Gemeinde Mittelberg und das ganze Kleinwalsertal. Wie dort die aktuelle Situation ist und wie dort jetzt der Schulalltag gemeistert wird, haben sich meine Kollegen angeschaut. Die deutsch-österreichische Grenze zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal. Auf den ersten Blick scheint alles normal. Hinter der Grenze im Kleinwalsertal herrscht jedoch aktuell Totenstille. Leere Straßen, geschlossene Geschäfte und kein Tourismus. Grund dafür der zweite Corona-Lockdown. Den hat Bundeskanzler Sebastian Kurz vor zwei Wochen angeordnet. Andi Heid, der Bürgermeister vom Kleinwalsertal, hält diese Einschränkungen für dringend notwendig. Denn auf eine Wintersaison könne die Gemeinde dieses Jahr wirtschaftlich und auch finanziell nicht verzichten. Wir sind sehr stark jetzt in dem Sinn betroffen, aber ich sage es auch dazu, es ist wichtig, dass wir in diesem Lockdown sind, damit sich die Zahlen wieder verringern und dass wir wieder gute Voraussetzungen bekommen für die Zukunft. Die Zahlen zu reduzieren ist für Bürgermeister Heid die eine Sache. Für ihn ist aber auch wichtig, dass der Tourismus so schnell wie möglich wieder anlaufen kann. Deshalb hält er den Zeitpunkt des Lockdowns aktuell für genau richtig. Wir haben das Glück, dass wir in der Zwischensaison sind. Es wäre jetzt nicht für sehr viel an Tourismus. Damit kann es auch die Bevölkerung besser akzeptieren, weil ja auch letztlich die wirtschaftlichen Verluste jetzt nicht so hoch sind. Neben den Schließungen der Geschäfte wurde auch der Schulalltag bis auf das Nötigste heruntergefahren. Die Mittel- und Realschule im Kleinwalsertal hat eigentlich ihre Türen aktuell geschlossen und der Schulalltag wird online durchgeführt. Doch trotzdem gehen hier aktuell 20 von 190 Schülerinnen und Schülern ein und aus. Und das, obwohl die Corona-Ampel auf Rot steht. Wie kann das sein? Schulleiter Elmar Grabher erklärt uns die Situation. Die Eltern können ihre Schüler anmelden und sie werden dann in der Schule betreut. Und sie müssen nicht angeben, ob sie systemrelevante Berufe ausüben, sondern alle, die eine Betreuung brauchen, die zu Hause nicht die notwendige Unterstützung vielleicht haben, auch nicht das technische Equipment haben oder einfach Entlastung brauchen, haben die Möglichkeit, ihre Kinder in der Schule anzumelden. Da das Kleinwalsertal schultechnisch auch an das Allgäu angebunden ist, besuchen Schüler aus dem Kleinwalsertal das Gymnasium in Oberstdorf. Dadurch, dass aber aktuell die Grenzen noch geöffnet sind, gibt es keinerlei Probleme. Im Kleinwalsertal ist es ja so, dass Schüler ins Gymnasium Oberstdorf gehen oder auch an die Fachoberschule nach Sonthofen gehen. Die haben ganz normal Weiterunterricht, nach meinem Wissen. Und die Schüler, die bei uns sind, wir haben auch ca. 25 bis 30 Schüler von Oberstdorf, die unsere Realschule besuchen, die haben ganz normal Unterricht nach österreichischem Lehrplan und also auch sind jetzt auch im Distance Learning und werden zu Hause praktisch betreut. Da die Schule hier im Kleinwalsertal recht neu und dadurch auch modern eingerichtet ist, konnte der Online-Unterricht bisher gut gemeistert werden. Der Schulbeginn im Herbst wurde genutzt, um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich für einen eventuellen zweiten Lockdown vorzubereiten. Und das hat sich jetzt auch bewährt. Denn vor 5 Jahren wäre laut Schulleiter Grabher ein solcher Schulalltag nicht möglich gewesen.
An den Universitäten und Hochschulen gehen normalerweise tagtäglich tausende Studenten aus und ein. Durch den erneuten Lockdown ist genau das jetzt nicht mehr möglich. Die Einrichtungen sind wieder geschlossen und die Kurse finden größtenteils online statt. Auch die Hochschule Kempten hat wieder auf Online-Betrieb umgestellt, doch das soll keine Dauerlösung sein. Wie die Hochschule mit der aktuellen Situation umgeht und wann wieder Präsenzvorlesungen geplant sind, haben Johannes Klemp und Manuel Gössel herausgefunden. Die Kemptner Hochschule begrüßt seit Jahren zum Semesterstart mehrere tausend Studenten. Für die einen beginnt ein neuer Lebensabschnitt, gefüllt mit Vorlesungen und Klausuren. Für die anderen geht es in eine weitere Phase ihrer Studienzeit, in der wieder viel Zeit im Hörsaal verbracht wird. So wäre es normalerweise auch im Wintersemester 2020 gewesen, das vor einem Monat begonnen hat. Doch durch Corona änderte sich auch für die Kemptner Hochschule einiges. Die Präsenzveranstaltungen sind aktuell auf ein Minimum reduziert und die normalen Vorlesungen finden online statt. Das funktioniere laut Professor Wolfgang Hauke, dem Präsidenten der Hochschule Kempten, problemlos. Trotz der guten technischen Voraussetzungen wolle man aber in keinem Fall eine Online-Hochschule werden, so Hauke. Das war auch der Grund, warum wir die Erstsemester dann im Winter, also da haben wir über 1600 Erststudierende hier an der Hochschule, die haben wir alle in Präsenz da gehabt. Das war ein Riesenaufwand, aber das war wichtig für uns. Und man hat auch an den Reaktionen der Studierenden, unserer neuen Studierenden, gemerkt, dass das auch für sie toll war, einfach das Gebäude oder die Gebäude, die Anlage und die Personen kennenzulernen. Die Präsenzveranstaltung zum Start war Teil der zweitägigen Einführungsveranstaltung, auf die die Hochschule trotz Corona nicht verzichten wollte. Dadurch war es den neuen Studenten möglich, die Räumlichkeiten, ihre Kommilitonen und die gesamte Hochschule etwas kennenzulernen. In den ersten 3 Wochen des neuen Semesters waren Präsenzveranstaltungen, wenn auch nur unter verschärften Bedingungen, möglich. Gerade für die Erstsemester sei das sehr wichtig gewesen. Also für Studienanfänger ganz wichtig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Beziehung zu der Institution Hochschule bekommt, wenn man das von zu Hause aus macht. Also wenn man nicht mal die Gebäude rein physisch gesehen hat oder die Umgebung hier sieht und auch seine Kommilitonen mal neben sich sitzen hat oder mal einen Kaffee trinken gehen kann oder sonstiges. Also für die Erstsemester Präsenz ganz wichtig, schon von dem her, dass ich die Institution überhaupt kennenlerne. Auch wenn die Studenten sich nach Präsenzveranstaltungen an der Kemptner Hochschule sehnen, wird sich an der aktuellen Lage bis Weihnachten wohl nichts mehr ändern. Der Großteil der Veranstaltungen wird weiterhin online stattfinden. Und auch die Maskenpflicht, die auf dem gesamten Campus gilt, bleibt bestehen. Die Frage, wann es endlich wieder einen einigermaßen normalen Studienbetrieb geben kann, bleibt offen. Professor Wolfgang Hauke hofft aber, seine Hochschule in einem Jahr wieder in voller Blüte erleben zu können. Das hängt natürlich von politischen und medizinischen und virologischen Rahmenbedingungen ab, die wir nicht beeinflussen können. Wir müssen uns danach richten, was uns sozusagen die Verordnung vorschreibt. Ich kann da nicht sagen, wann es soweit sein wird. Ich kann nur eine Hoffnung aussprechen, dass wir im Sommersemester schon einen Übergang zu einer Normalität haben, also mehr Präsenz haben werden. Da steckt aber die Hoffnung nach gewisser Normalität im Allgemeinen dabei, also Impfstoff, medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten und Sonstiges. Und ich hoffe, dass wir dann im nächsten Wintersemester, wenn wir wieder hoffentlich unsere 1600 Erstsemester hier haben, dass wir die dann schon wieder vollständig in Präsenz in normalen Umständen begrüßen dürfen. Ob das jedoch möglich ist, steht im Moment noch in den Sternen. Für Professor Hauke ist aber klar, sobald wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden dürfen, will die Hochschule Kempten zu dieser gewohnten Art der Vorlesungen zurückkehren. Ja, und das war der Wochenrückblick der Kalenderwoche 47. Es folgt die Woche 48 und natürlich auch wieder neue Geschichten und Nachrichten aus dem Allgäu. Am Montag sind wir zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Und tschüss. Ja, einen herzlichen Glückwunsch an Allgäu TV zu 20 Jahren Sendungen aus dem Allgäu für das Allgäu. Seit ich im Allgäu bin, freue ich mich immer, wenn ich durch Allgäu TV einen Einblick bekomme in das Leben der Menschen hier. Es ist einfach großartig, dass hier in einem regionalen Sender nicht nur die großen Stars auftreten, sondern die Menschen wie du und ich. Und das ist die Stärke von Allgäu TV. 20 Jahre Allgäu TV.
Wir sind das Allgäu.